Guten Abend. Ja, die 2G-Regeln sollen eingeführt werden in Hamburg. Wisst ihr was? Das juckt mich nicht mal. Nicht, weil es Hamburg ist. Nee. Und ich erinnere an, IQ ist nichts, Unbildung alles. Warum passt das dazu? Warum ist das ein Nachtrag wert? Gehen wir mal auf das Buch ein. Es sind allgemein die geistig armen Menschen, die nichts mit sich anzufangen wissen und Ablenkung per TV als Tagesbeschäftigung ansehen. Hier ist nichts los. Erinnern Sie sich an den Abschnitt, als ich über Klatsch und Tratsch schrieb? Menschen, die herumklappern oder und immerfort plappern, tun es, um sich wenigstens ihres selbst bewusst zu bleiben. Andere, geistig Arme, suchen Ablenkung per Fernsehprogramm, allzeitliche Musikberieselung und für noch andere muss was los sein. Wer es von den Ungebildeten etwas feiner ausdrückt, sagt nicht was los, sondern in den Städten ist wenigstens Kultur. Mit Kultur konnten sich die Menschen erst dann beschäftigen, wenn sie für ihre Grundbedürfnisse ausreichend gesorgt hatten. Sie konnten sich sorglos in diesen längeren Arbeitspausen auch anderen Dingen widmen, die nicht lebensnotwendig waren. Bei diesen Beschäftigungen traten erstaunliche Kunstwerke zutage. Bemerkenswert ist dabei, dass die Blöden aber keinerlei Fähigkeiten haben, Kunst zu erschaffen. Es ist also wie immer. Der wahre Grund ist das Streben, unterhalten, belustigt, nett beschäftigt zu werden. Der offizielle Grund, Kultur, ist nur eine Ablenkung, die geistvoll aussehen soll. Wer nicht blöd ist, ist selbst künstlerisch und damit schöpferisch tätig. Erinnern wir uns doch mal der Zeiten, der altbürgerlichen Zeiten, als Hausmusik noch typisch war. Ich kann mich daran erinnern. Bei uns gab es das. Na gut, es muss nicht jeder Klavier spielen oder ein Instrument. Aber im Chor haben wir gesungen, wie die Heidelerchen. Und es war schön, es hat Spaß gemacht. Und wenn wir dann manchmal vor alten Leuten gesungen haben, in so einem Altenheim, ach, dann haben die sich gefreut und fanden es schön. Vor allem in der Weihnachtszeit war das immer herzerfrischend. Oder wenn Opa mit Enkelchen am Klavier sitzt. Aber wie gesagt, es muss nicht immer jeder Klavier spielen können. Klavier spielen ist schon doch ein bisschen anspruchsvoll. Oder ein einfaches Instrument. Einfach zusammen Hausmusik zu machen. Einfach so. Könnt ihr euch erinnern? Wer kann sich erinnern? Wer kann denn heute noch geradeaus singen? Geradeaus singen meine ich, dass man sagt, naja, wenigstens für einen Chor hat es gereicht. Wenigstens, dass der Chor einigermaßen noch gerade klingt. Erinnert euch mal an diese jämmerlichen Happy Birthday to you Gesänge, das ist doch grauselig. Oder? Ich weiß nicht, das ist Ansichtssache. Na klar, wie gesagt, es muss nicht jeder ein Instrument spielen. Aber auch das gehört dazu, dass man, wenn man schon mal nicht belustigt werden kann von außen, sich dann lieber selbst irgendwie, ja, beschäftigen kann. Sich irgendwelchen Hobbys widmen. Nicht Hobbys von wegen mit Freunden abhängen und alles Schöne und rumhängen und chillen. Und insofern macht den Geistvollen so eine 2G-Sache nichts aus. Da sagen die, nur, und dann könnt ihr euren Mist alleine spielen, dann geht doch alleine in die Kneipe, besauft euch. Wir setzen uns zu Hause zusammen, wir machen ein wenig Musik. Oder wir singen was, wir spielen was, wir machen dies, wir machen das, wir machen sonst was. Die brauchen das nicht. Und auch das muss wieder besser werden. Auch die musikalische Erziehung. So dass man zum Beispiel ganz einfach einen freien Chor, Schulchor gründen kann, der dann auch wirklich gut klingt, mit dem man locker dreistimmig singen kann, wo die einzelnen Mädels und Jungs die Stimmen auch halten. Heutzutage zweistimmig singen ist schon fast unmöglich. Denn wenn man versucht, mit einer zweiten Stimme zu begleiten, falls es gerade einigermaßen klingt, dann kommen schon wieder welche durcheinander. Kann man aber alles trainieren. Naja, gut. Ich will jetzt nicht so sehr auf der Musik rumreiten. Man kann ja auch andere Dinge machen, sich der Astronomie widmen. Derzeit waren gerade die Sternschnuppen draußen.
Da legt man sich einfach mal schnell draußen in so einen Gartenstuhl. Ist zwar kalt, aber es ist wunderbar, was man alles am Himmel entdecken kann. Ach, oder beschäftigt sich mit Elektronik, liest ein Buch, lesen. Wer kann auch lesen? Ja, da muss man lesen können dafür. Zusammenhängend gut lesen können, damit man sich schön in Bücher vertiefen kann. Und so weiter und so fort. Na gut. Leute, merkt ihr was? Macht was. In diesem Fall erzieht eure Kinder und Enkel. Bringt sie wieder an die Musik ran. Bringt sie an Lesen ran. Bringt sie an alle möglichen schönen Dinge ran. Damit sie selber wirklich dann was vom Leben haben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Denkt drüber nach. Also macht was. Aber macht's gut. Bis dann. Tschüss.